Willkommen zur Folge 6 von Live aus dem Studio Bad Berg. Heute haben wir die Band Hotel Kummer zu Gast. Eine Truppe, die von einem Rechtsanwalt und einem Arzt gegründet wurde und sich über die letzten Jahre ganz positiv entwickelt hat. Mit dabei sind der David Strohmeier auf der Gitarre, die Christina Zauner am Keyboard. Am Schlagzeug haben wir den Christian Sitzwohl und den Hauptprotagonisten, der die Texte schreibt und sozusagen das Mastermind in der Truppe ist Louis Obereder. Die Technik wird von Florian Glaser und Flo Weichselbaumer wieder erledigt. Hat auch der Bernhard Meyer wieder die Oberhoheit über die Videofunktionen, die wir da vom Stapel lassen. Hat mitgebracht den Michael, seinen Bruder, und noch zwei Helferleins, die uns unter die Arme greifen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Folge 6 von Live aus dem Studio Bad Berg. Gigabyte. Ja, ich weiß schon, die Technik wird sich immer weiterentwickeln, aber die Menschen kommen nicht nach, weil ich sehe das weder, man noch kann ja ich das nehmen. Das entstanden ist, wie ich wieder mal lateinische Texte gelesen habe und den Versuch unternommen habe, etwas zu übersetzen, da ist das halt herausgekommen. Was mich dann sehr gefreut hat, war, dass ich einige Monate später feststellen konnte, dass Bob Dylan, der Nobelpreisträger für Literatur, ein totaler Ovid-Fan ist. Also da gibt es eine Gemeinsamkeit. Ovid, Take 3. Alles, was ist es, wird sich ändern, in der Mitte und an den Rändern. Nichts bleibt gleich, im Fluss ist alles, in Bern, in Peking und in Hanoi. Nichts bleibt gleich, im Fluss ist alles, in Bern, in Peking und in Hanoi. Es ist aus, nichts bleibt stehen, kein Berg, kein Haus. Nichts wie Wandel, heut und morgen, wird schon werden, nur keine Sorgen. Nichts wie Wandel, heut und morgen, wird schon werden, nur keine Sorgen. Was ist es, wird sich ändern, in der Mitte und an den Rändern. Nichts bleibt gleich, im Fluss ist alles,
in Bern, in Peking und in Herneus. Nichts bleibt gleich, im Fluss ist alles. In Bern, in Peking und in Herneus. Nichts bleibt gleich, im Fluss ist alles. In Bern, in Peking und in Herneus. Mein Name ist Christian Sitzwohl, ich bin der Schlagzeuger der Truppe des Hotel Kummers. Den Lois kenne ich lang, 10 Jahre, 8 Jahre sicher, richtig lang. Na, wir waren zunächst nur Freunde und der Lois hat sehr bald schon seine Affinität zum Bob Dylan mir eröffnet und dann hat er den Vorschlag gemacht, spielen wir einmal gemeinsam. Nicht? Und so trafen wir uns dann bei mir daheim im Keller und haben begonnen, mit dem Lois ein paar Bob Dylan-Songs anzureißen und einmal selber zu arrangieren. So hat es begonnen. Und aus dieser Liebe zum Bob Dylan und unserem gemeinsamen musikalischen Interesse entstand einmal der Nukleus dieser Band, würde ich sagen. Daraus erwachsen ist dann ein Problem mit dem Bassisten und das hat dann Gott sei Dank eine gütliche Lösung in Form des Mischa Kraus gefunden, der dann sich netterweise damals bereit erklärt hat einzusteigen und uns Gott sei Dank erhalten geblieben ist. Der Lois ist ja in seinem Brotberuf Rechtsanwalt und als solcher kann er mit Sprache wirklich phänomenal gut umgehen und der hat mich und uns, glaube ich, alle dann bald mit Übersetzungen von englischem Songtext ins Deutsche überrascht, weil die waren unerwartet gut. Ein bisschen später hat der Lois begonnen, Songs zu schreiben und die waren irgendwie auch charmant in ihrem Stil und halt mit der Unterstützung vom Mischa und dann in Folge auch vom David, die also da kompositorisches, denke ich, viel eingebracht haben. Ist dann was sehr mittlerweile, glaube ich, Eigenständiges entstanden. Dieser Wechsel von einer irgendwie so ganz witzigen, jetzt sage ich mal, Altherren-Coverband zu einer eigenständigen Band mit eigenständigen Songs und nur mehr deutschen Texten, die auch bei den gecoverten Songs, finde ich, sehr, sehr gut sind, das war unerwartet, unvorhersehbar und ist neu und spannend. Da gibt es einerseits dieses Klischee, die Kunst der Medizin und dass das irgendwie so kunstzugewandt ist. Sonst ist es einfach so, wie mal der Miles Davis gesagt hat, glaube ich, Music is an Obsession und so ist es für mich. Mir macht das wahnsinnig Spaß. Das ist mehr als ein Hobby, es ist sicher eine Leidenschaft und die hat jetzt, glaube ich, mit der Medizin eigentlich nichts zu tun, die ist einfach da.
Na, der November ist ein klassisches Novemberstück. Wenn du im November über die Hauptallee spazierst und du bist nicht optimal aufgestellt psychisch, dann könnte es schon passieren, dass das ein Lied einfällt. Ja. Gut, oder? Ja, war mal was Kleines, gell? Ja, was, oder? Aber, gell? Aber das ist so. Flo, Upsi. Du warst plötzlich was länger. Es wird zwei von. Erstens, wie lange dauert die Straße? Welche? Zwei Takte. Zwei Takte sind das. Da, ist das richtig? So richtig, ja. Ich sehe, glaube ich, die Kids nur nicht ganz. Drei, vier, drei. Könnten wir eventuell einen anderen Klick haben? Warum? Natürlich. Weil das ja. Scht. Also, er ist das nicht. Ist so unpräzise. Machen wir noch an? Ja. Sollen wir noch anmachen? Ja, können wir machen. Ja, ich schon noch November, take two. Allee entlang spaziert, Kastanien unter nassem Laub. Es muss nicht regnen und trotzdem ist alles kalt und feucht. Ich red mit mir selber, für alles andere bin ich taub in meiner eigenen Welt, die mir gar nicht reicht. Auf der Autobahn auf Vösendorf, einer unter 10.000 Neuen. Einkaufssamstag ist heute 52 Mal im Jahr. Mich wundert, dass nicht viel mehr gegen Brückenpfeiler fahren, weil es eigentlich egal ist. Weil es sein wird, wir sehen immer vorher schon immer Fehler. Da hat's auf der Nebel es liegt und meistens dämmert's, dass man nix so ist wie ein Schatz. Die Fakten waren okay, Mann, mir geht's eh nicht schlecht. Zwei Kinder noch nicht geschieden, der Beruf ist gut. Aber im November, da kann schon sein, dass ich mich das alles erinnert hat und ich war ganz weit fort. Ich wünschte, es war ein Sommer, die Sonne hättet wieder die Kraft, dass die Schatten vergehen und der Nebel verschwindet. Im November, da ist es oft, als wäre man so eine Gas-Bombmaschine, den nix als wir traurig kennen. Eine Rede, da hat's auf der Nebel ein trübes Licht und meistens dämmert's, dass man nix als wir die Schatten. Im November die Schatten spürst, bis sie auf die Lehne. Du kannst davon ausgehen, das ist erst der Anfang. Ich rote, du schwindest dagegen. Wannst im November die Schatten spürst, bis sie auf die Lehne. Dann sei auf der Hut, weil das sind gefährlich. Ich rote, du schwindest dagegen. Ich wünsch, das war der Sommer, die Sonne hättet wieder die Kraft, dass die Schatten vergehen und der Nebel verschwindet. Aber im November, da ist
es oft als wir am Sorg aus Bombmaschinen, den nix als wir Traurigkeit erleben. Da hat's auf der Nebel ein trübes Licht und meistens dämmert's, dass man nix als wir die Schatten. Es liegt und meistens dämmert's, dass man nix als wir die Schatten sieht. Hallo, ich bin der Lois Obreiter, der Sänger des Hotels Kummer eigentlich. Nur begonnen hat die ganze Geschichte mit dem Schlagzeuger Christian Sitzwohl, der einige Leute eingeladen hat, mit die Musik zu machen, und das ist dann sehr schön geworden. Obwohl die Schönheit sich sehr verändert hat, weil die Band mittlerweile doch ein völlig anderes Gesicht bekommen hat mit der neuen Gitarre und vor allem der neuen Klavierspielerin. Nur zunächst einmal den Abbau von Depressionen, das war mal der erste wesentliche Punkt, und ich glaube, die Zusammenfassung von Herrn Mittleralters mit Beziehungsproblemen war ja am Anfang überhaupt eine sehr konstituierende Angelegenheit dieser Band. Und die auch noch in der Gruppe sind und ein bisschen jünger werden, sehen, es gibt irrsinnig viel Halt auf die Dauer. Ja. Die Erwartungen ins Hotel Kummer sind wahnsinnig hoch. Es soll nämlich weiter so lustig bleiben, wie es derzeit ist. Und irrsinnig schön wäre es, wenn man die Leute nicht permanent einladen muss, dass sie kommen, sondern sie einfach so zu den Konzerten kommen. Und zwar in erster Linie deshalb, weil sie so wahnsinnig gern spielen. Und dazu brauchen wir einfach immer volle Konzertsäle. Meine Texte schreibe ich entweder in der Mittagspause oder am Abend beim Bier. Gelegentlich auch zwischen zwei Bieren, aber das merkt man dann eher an den Texten. Viva la Revolution! Okay, damit ist alles gesagt. Die eigene Zeit ist ein Stück, das von einem handelt, der pharisiert im Wirtshaus sitzt. Das kannst du entweder machen als Espresso, dann bist du der Wolfgang Ambros, bei uns heißt es die eigene Zeit. Überschrieben. Moment. Was brummt? Geht. Wer brummt? Warte, da brummt jetzt was. Zwei. Ah, du. Okay. Sag mal schon was. Was brummt? Ja, da brummt was jetzt, bitte. Okay. Bitte, da brummt was, ich meine, ja. Wie schaut's aus? Also, yes. Sind die ESA eh? Ja, okay. Passt. Sogar 440. Achtung. Ja. Wart. Die Zeit, Take 3. Heute kommt da alles so furchtbar langsam vor. Nichts geht weiter, alles steht still. Da war nichts Besonderes, was dich stehen tat. Und trotzdem ist nichts, wie man's will. Und wirst noch kanntest du über die tote Zeit, ist sie auch schon vorbei. Ist ja Vergangenheit. Musik.
Augenblick verweile doch. Du bist so schön und jede Lust will Ewigkeit. Das eine ist nicht wahr, das andere, das ist unerreichbar. So geht's nicht nur dir, so geht's in die meisten Leid. Dann kommst noch auf was drauf, was dich gar nicht gefreut. Was einmal Zukunft war. Und da stehst du halt. Du sollst dir jeden Augenblick lehnen, dass du da wünschen kannst, dass er wiederkommt. Ihr wollt tanzen, so kriegt ein Sinn die ewige Wiederkehr. Von einem Tag am anderen fürchst dich vor dem Leben, fürchst dich vor dem Leben, nimmer mehr. Die Zeit ist so knapp. Drum lach ich, was ich lachen kann. Was nach dem Lachen kommt, es geht mich nix mehr an. Die Zeit gehört an den anderen, die auf Lachen sollen und die das Lachen verbieten. Die soll ihr Teufel holen. Gegenwart und Zukunft und die Vergangenheit. Gegenwart und Zukunft und die Vergangenheit sind ein heiteres Karussell. In deiner eigenen Zeit. Gitarrist und Sänger und bei der Band Hotel Kummer bin ich hauptsächlich Gitarrist. Ich arbeite im selben Bereich wie der Christian und der ist ein begnadeter Netzwerker und der hat mir einmal die CD vorgespielt, damals noch auf Englisch. Ich glaube, ein Jahr später ist er dann gekommen mit den ersten Demos mit bereits den vermundarteten, damals hauptsächlich noch Covers und das habe ich sehr, sehr charmant gefunden. Und wie er mich dann gefragt hat, ob ihr mir das vorstellen könnt, war das für mich sehr verlockend. Naja, ich komme ursächlich eigentlich eher aus der harten Ecken und das hat mir aber über die Jahre eh schon ein bisschen aufgeweicht. Und das war für mich einfach reizvoll, mal was zu machen, was ein bisschen aus meiner Komfortzone ein bisschen ausbricht. Wobei, es wird immer ein bisschen Rock'n'Roll bleiben. Also das, was anderes kann ich nicht. Und der Louis, wie du ja weißt, hat ja sehr umfangreiche Werke, also das, aus dem, was er für einen Text verbraucht, mache ich ein Album. Und er hat mir eben die Lyrics geschickt und mit der Bitte, ob mir was dazu einfallen würde. Das hat ziemlich gut funktioniert und tut es auch noch. Also wir haben jetzt wieder, er hat mir jetzt wieder eins geschickt, an dem ich gerade gearbeitet habe, das wurde fertig. Also ich kann mit den fertigen Längen der Texte und mit den Versen gute Lieder zu schreiben, wie ich finde. Ne? Das muss Lieder sein. das hat für mich wahnsinnig viel Charme. Es ist jetzt nicht die weltbeste Musik und es ist nichts wahnsinnig originell Neues, aber es hat eine Originalität, die ich so noch nicht oft erlebt habe. Hängt natürlich ursächlich mit dem Louis zusammen und seiner Person und seinem Vortrag, seiner Präsentation. Bin mir sicher, da gibt es ein Publikum dafür, und zwar ein großes und ein breites, und im Idealfall kann das den Kühlschrank füllen. Ne? Na, weil es ist,
wie es ist, ist eine Hymne auf das Jahr 2016, insofern als die Leute, glaube ich, selten so schlecht drauf gewesen sind wie in jenem Jahr. Und wir hoffen, dass 2017 hier wieder eine Besserung bringen wird. Was ist, wie es ist, take two. Entschuldigung, ich habe nämlich vorher mitgespielt, ich spiele grundsätzlich am Anfang. Das hat mich irritiert, jetzt war ich ganz aus dem... Ja. Geh weiter. Schöner. Du denkst, wie schön ist da die Liebe. Du denkst, die anderen sehen das nicht. Daten sie das sehen. Dann lacherten sie oder redeten sie nicht blöd. Du denkst... Fangen wir nochmal an. Vielleicht schaffe ich jetzt einmal vier Radl am Anfang ohne einen Verhatscher. Das war ja mal zur Abwechslung was anderes. Unfucking fassbar. Kann man das laufen? Die Angst des Tormanns vor dem Elfmeter. Ja. Ja. Wir Männer können mit Druck gut umgehen. Weil es ist, wie es ist, take 8. Du denkst, wie schießt du die Welt? Du denkst, die anderen sehen das nicht. Du denkst, der Daten sehen das sehen. Dann lachen das. Redeten's nicht weh, du denkst, was kann ich bloß tun? Du denkst, vielleicht haben's alle Schiss. Du denkst, das sind nicht meine Suhren. Was ist, wie es ist, was halt so ist. Was ist, wie es ist, was halt so ist. Denkst du nix und da ist schön. Nur öfter denkst und es ist wurscht. Und manchmal denkst und statt, dass du schaust. Und von der Blindheit kriegst dann durch. Und immer denkst du, war das schön. War nur ums Schöne so ein Gris. Wie oft ums Böse statt ums Schöne. Was ist, wie es ist, was heute so ist. Was ist, wie es ist, was heut so ist. Ich mein, ich werd die Welt nicht ändern. Das macht das Weltall sowieso. Und trotzdem denkst du, das war lebend. Eine schöne Welt und alle froh. Die kurze Zeit, wo ich grad da bin. Die Welt für Gute, keiner mies. Weil manchmal geht's mir schwer am Zager. Das ist, wie es ist, was heut so ist. Das ist, wie es ist, was heut so ist. Das ist, wie es ist, was heut so ist.
Mein Name ist Christina Zauner. Ich bin bei Hotel Kummer für die Tasteninstrumente verantwortlich. Dazugekommen bin ich folgendermaßen. Der Christian Sitzwoll, unser Schlagzeuger, also der hat mir irgendwo spielen gehört und war da bei dieser Feierlichkeit vor Ort und hat dann eigentlich erst ein Jahr später oder so angerufen, ja, sie würden gern, also sie bräuchten einen Pianisten. Ich war am Anfang eigentlich eher skeptisch und habe mich ein bisschen geziert und bin dann nach und nach dazu gestoßen. Hotel Kummer ist ein Projekt für mich. Ich bin ja sonst da als Musikerin unterwegs, als Keyboarderin, wie kein anderes. Es ist musikalisch interessant, textlich hochinteressant. Also der Lois schreibt unglaublich, manchmal zynische, bittere, aber an Punkt treffende Texte. Außerdem ist die Konstellation der Musiker extrem interessant. Das ist eine sehr bunte Truppe und das ist tatsächlich faszinierend. Ich bin musikalisch von dem, was mir gut gefällt, sehr breit gefächert. Von Pink Floyd bis Oscar Peterson und alles, was dazwischen liegt, gefällt mir sehr gut. Ich war am Boden, fangen wir nochmal an. Du weg warst. Fangen wir nochmal an. Fangen wir nochmal an, Luis. Take 9. Was? Margarita, Take 9. Geht schon. Ich glaube, der Take 3, aber. Achso, 3. Ja, 3. jetzt weiß ich, ich hab's einfach verschlafen, was jetzt passiert. Ja, genau. Ich war dabei, wer sie ist. Wurscht. Margarita hat mit meinem Leben überhaupt nichts zu tun, das sage ich gleich. Ja. Vor am Boden, wie du weg warst, bin am Boden immer noch. Ich weiß, die Liebe ist verlogen. Doch wenn's die trifft, dann trifft sie doch. Wenn's dir denkst, schau her, das hab ich. Und auf einmal ist es fort. Was da bleibt, das ist eine Leere. Die lehrt dich ohne Wut, ohne Wut. Margarita, Margarita, du kannst doch lauflich sein, letzte Zeit und redest bitter und dann tunkst du mich ordentlich ein. Margarita, Margarita, ist das wahr, was sie da her sagt? Margarita, sei nicht bitter und sag mir bitte nicht, du magst mich nicht. War's mal leichter, weil dann hättet ich an zu. Und wenn ich mich einmal trauert, könntet ich vielleicht was tun. Was mir sagst, es geht nur darum, dass du mich nimmer siehst. Wir sind gegen eine Seidenschnur, mit der's mich ziemlich wirkst. Ziemlich wirkst. Margarita, Margarita, du kannst doch hoffentlich sein, lächelst du und redest bitter und dann tust du mich ordentlich ein. Margarita, Margarita, ist das nur, was sie da jetzt hat? Margarita, sei nicht bitter und sag mir bitte nicht, du magst mich nicht. Keine Tabletten, da hilft kein Schnaps und kein Parfüm. Manchmal sag's aus meinen Augen und wenn ich bitten, dürft's ganz schnell.
Ich weiß eh, es war deine Freundin und dein Beste noch dazu. Aber erstens war's nur einmal und zweitens gebe ich eher Ruhe. Eher Ruhe. Margarita, Margarita, du kannst so brauchig sein, lächelst du und redest bitter und dann tust mich ordentlich ein. Margarita, Margarita, ist das nur was ich da hersag? Margarita, sei nicht bitter und sag mir bitte nicht. Margarita, Margarita, kannst so brauchig sein, lächelst du und redest bitter und dann tust mich ordentlich ein. Margarita, Margarita, ist das nur was ich da hersag? Margarita, sei nicht bitter und sag mir bitte nicht, du machst mich nicht. Krauss und spiele in Hotel Kummer den Bass. In dem Fall von Hotel Kummer war es so, dass der Christian Sitzwohl angerufen hat und dann hat er gesagt, ob ich mir vorstellen könnte, in einer Altherrenband zu spielen. Was ich als Kompliment aufgefasst habe. Erstens mal muss das menschlich irgendwie stimmen und das ist es definitiv. Und dann kommt schon mal lang nichts. Und dann schaue ich halt, dass man das musikalisch irgendwo hin entwickelt, wenn das geht. Und der Lois hat mit dem Schritt sozusagen weg von Covers und dann eigenen Songs eine riesen Entwicklung gemacht in relativ kurzer Zeit. Eigentlich in so 2 Jahren sind wir eigentlich ganz, ganz gut weit gekommen, sagen wir so. War dann auch dem David Stromer ein Verdienst, dass er Kompositionen eingebracht hat. Die Christina, die einfach sehr einfühlsam sich da einfügt in die ganze Altherrenpartie. Das muss sicher auch eine eigene Erfahrung für sie sein, sag ich mal so. Und wo das hinführt, wissen wir nicht. Jetzt haben wir mal eine CD. Nein, wir haben eine LP, was ja noch einmal eine kleine Sensation ist, weil ich glaube, ich habe seit gut 30 Jahren keine LP mehr produziert. Noch länger, 35 Jahre. Tourbus? Ja, stell dir vor, das geht auf und wir müssen jetzt Welttournee fahren. Und du musst jetzt wieder in einen Tourbus einsteigen. Mach ich nicht. Ich steige in keinen Tourbus mehr. Also es gibt Beat the Street. Den kenne ich, den Bus. Und da kenne ich auch einen ganz netten Fahrer mittlerweile. Mit dem würde ich herumfahren, aber ich würde nicht drin schlafen. Lois, kannst du die Tournee so gestalten, dass wir entweder fliegen oder dann maximal 5 Stunden fahren? Das wär's. Ansonsten wird's schwierig. Amerika und China werden nur mit dem Flugzeug gehen. Schaut so aus, gell? Ja, nein, da bin ich ja beruhigt. Du bist ja sowas wie die graue Eminenz, das klingt so antiquiert, aber es hat sowas von dieser Autorität, dieser Unumstößlichen. Würdest du hier als strengen Chef bezeichnen? Ich würde mich überhaupt nicht als Chef bezeichnen. Ja, bist du es aber. Mag sein, dass das manchmal streng rüberkommt, aber ich innerlich gefühlt habe ich jede Menge Toleranz, würde ich sagen. Also ich versuche das Beste daraus zu machen. Dann muss man halt auch manchmal sagen, ja, das war jetzt nicht gut oder das ist halt so oder so nicht so gelungen. Vor allem dann, wenn man weiß, dass die Kernkompetenz der Hauptprotagonisten, des Sängers und des Schlagzeugers, ja sozusagen in einem anderen Feld liegen. Also ich würde mir jetzt auch nicht anmaßen, dass ich dem Lois vorschlage, wie er in dem arbeitsrechtlichen Prozess angehen soll. Würde ich wahrscheinlich grob scheitern. Wo ist Hotel Kummer in 3 Jahren? Welttournee, ne? Haben wir gesagt. Im Flieger. Flieger, Schiff, vielleicht fliegen wir mal im Schiff. Von der Titanic.
Okay. Also ich hoffe, dass das Projekt sozusagen weiter aufsteigt in irgendwelche Sphären. Kann man nicht wissen. Ich hoffe schon, dass noch ein bisschen was geht. Super. Jetzt schon los. Schön. Dann gibt's Gulasch für die Fleischfresser. Gulasch? In einem vegetarischen Haushalt. Ja. Top 5. Ja, das ist ein idealer Gulasch. Evi, hauptrichtige Köchin, bitte. Ja. Ja, Studio Badberg, ohne Evi gibt es gar nichts. Alles gut. Gott sei Dank. So, nimmst du doch mal Fliege. Bitte. Meister. So. Das Stück Fragen in der Nacht beispielsweise ist eine Liebeserklärung an den 6. und den 7. Bezirk. Die Leute, die man dort im Esterhazy-Park trifft, die sind so, dass man sich hinterher im Big Fan Quant wirklich in einem Kaffeehaus wünscht. Aber zum Denken regen sie einen jedenfalls an, die Leute, die man dort trifft. Der Schade gossen und zwar, da hab ich ihn gesehen. Er ist im Esterhazy-Park in der Wiesen kling. Er war gut benannt, wie man so sagt. Und er hat mich sofort nach der Uhrzeit gefragt. Immer um zwei bei der Nacht, was soll ich sagen? Was bringt am Besoffenen dazu, nach der Uhrzeit zu fragen? Ich hab gesagt, es ist zwar, er war damit zufrieden und ist im Esterhazy-Park ganz einfach liegen geblieben. Ich bin noch nicht saß, dazu war's mir noch zu früh. Ich mein, um zwei bei der Nacht, da hast vom Leben noch nicht genug. Bin weiter nach Neubau, du triffst oft noch wen und da wirst auf wen wart'st, kannst an der Pudel stehen. Und wer steht schon dort mit einem Bier in der Hand? Der Typ aus dem Park in einem Big Fanner gewohnt. Sicht mich und frag mich, ob's das glaubst oder nicht. Und ohne dass er grüßt, sag, ist echt schon so spät. Ungutes Gefühl, ich weiß nicht woher,
glaube, ich krieg die war momentan da. Und diese Angst, das blieb, das blieb bis heut. Das wollte ich echt erzählen, auch wenn's euch vielleicht gar nicht gefreut.